Titus, sollen wir mal gucken, ob es geschneit hat draußen? Wettrennen! Oh! Weiße Weihnachten, Titus. Siehst du den Schnee? Ja. Ganz viel Schnee, ne? Ganz viel Schnee. War ganz viel Schnee. Sollen wir nachher einen Schneemann bauen? Lebendige Krippe ist gerade mitten in Gange. Wir haben hier um unser Gemeindehaus, um die Kirche herum ganz viele Stationen aufgebaut, wo die Figuren aus der Krippe, unsere Konfis, in Kostümen stehen und man kann denen begegnen. Man trifft den Soldaten, man trifft die Heiligen Drei Könige, man trifft Maria und Josef natürlich am Ende an der Krippe. Die Engel, die Hirten, alle sind hier da und man kann sich mit denen unterhalten und die erzählen so ein bisschen, wie es bei denen in Bethlehem gerade so ist. Weihnachten ist ja auch die Zeit der Geschenke und ich bekomme gar nicht so gerne, aber ich bekomme gar nicht so gerne Geschenke, aber ich verschenke gerne Geschenke. Und ich habe hier was, das kriegt Tobi, den kennt ihr, von Malte und mir, den habt ihr gestern im Video gesehen oder wann auch immer ihr das geguckt habt, der Typ aus dem Auto. Pass mal auf, wie schön das aussieht, wenn man es jetzt aufmacht. Das ist ein richtiger Doppelschießer. Das ist eine Fritteuse mit zwei Kammern. Heißt das Kammern? Ich weiß es nicht. Ist ja kein Herz. Geht aber ins Herz. So. Ich musste ja so eine schöne rote Schleife drumherum machen. Malte kriegt natürlich auch was Feines. Da habe ich einen schönen Gin gefunden. Brauche ich aber noch meinen Einpackwichtel. Anni! Brauch mal deine Hilfe! Herzlich willkommen in diesem Weihnachtsvideo. Setz dich dazu und sei mir eine Gehilfin. Klassische Rolle. Wie die Bibel das schon gesagt hat. Ich esse schon lange Schokolade. Ich höre schon, wie die Leute Kommentare schreiben. Zu wenig Geschenkpapier. Das ist das Worst Case. Das Worst Case ist mein Lieblingscase. Komm mal klar! Und dann an den Seiten sozusagen. Warum mache ich die eigentlich alles alleine hier? Das läuft, Anni. Guck mal, jetzt machen wir das hier so ein bisschen rum. Erstmal vielleicht oben zubinden. Oh du, ich hätte das direkt alleine machen sollen. Wie ist es für dich, mit so einem Genie verheiratet zu sein? Ganz schön deprimierend. Also so richtig geht das hier noch nicht auf. Mir soll nicht aufgehen. Das ist jetzt auch ein bisschen peinlich, weil eigentlich bin ich echt der Pro, was Geschenke einpacken. Ja, und was haben wir auf Video festgehalten? Dass ich überhaupt kein Pro bin. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. So, wir sind kurz vor dem 17 Uhr Gottesdienst und ich muss heute noch richtig viel essen bei den ganzen Kilos, die ich eben schon durch Stress verloren habe. Aber der Stream ins Gemeindehaus läuft jetzt. Wir übertragen aus der Kirche ins Gemeindehaus 17 Uhr. Dann haben wir nämlich da noch 40 Plätze gewonnen, die wir in der Kirche streichen mussten aufgrund der aktuellen Regelung. Und es läuft ja manchmal so, wie man will und manchmal auch nicht. Und ich glaube, ich habe es jetzt aber. Ich habe die Technik bezwungen. Ich muss hier drüben jetzt übrigens nochmal unsere quasi Zweitkirche zeigen. Hier wurde gestreamt für Leute hier, weil wir drüben nicht alle Plätze voll machen durften. Und hier hat Herr Erich uns wunderbar einen kleinen Altar und Tannenbaum gebaut. Richtig, richtig schick. Heiligabend. Die Konfis haben megamäßig abgeliefert, gerade bei der lebendigen Krippe an. Ich glaube, 8 Stationen waren die verkleidet als verschiedene Figuren aus der Krippe. Und die Leute konnten dann vorbeigehen, sich mit denen unterhalten, haben gehört, wie es Maria so geht, wie der Weg dahin war. Die Hirten haben erzählt, wie ein Hirtenleben zur damaligen Zeit ist. Und so konnte man richtig eintauchen in die Geschichte Bethlehem vor 2000 Jahren. Ganz, ganz großartig. Ein paar hundert Leute sind da durch heute Abend innerhalb von einer Stunde. Genial. Also unsere Konfis, Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt in der Kirche. Du siehst ein bisschen was von dem, was wir gestern hier gebaut haben, Thomas und ich. Falls du es noch nicht gesehen hast, hier ist noch der andere Vlog dazu. Und jetzt haben wir gerade ja 2 Gottesdienste, machen wir jetzt hier heute Abend noch. Einen um 17 Uhr und einen um 22.30 Uhr zur Nacht. Kannst auch mal hier auf dem Kanal gucken, ich verlinke dir da was zu. Und ich freue mich, das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten, Gott wird Mensch für dich und mich. Nicht, weil er es nötig hat, sondern weil wir es nötig haben. Und das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Ich freue mich. Es ist großartig.
Dafür machen wir das, Leute. Wenn du dich immer fragst, warum wird jemand Pastor? Um Menschen das zu erzählen. Um Menschen zu erzählen, dass sie selbst in den dunkelsten Stunden nicht alleine sind. Dass sie selbst in dem Moment, wo sie an ihrer Identität zweifeln, dass sie hören dürfen, du hast einen Vater im Himmel. Dafür machen wir das. Also, ich werde jetzt hier noch schönen Gottesdienst machen. Die Leute kommen gleich. Und wir hören jetzt gleich noch mal ein kleines Stück Stille Nacht. Ja, das gehört nämlich Weihnachten dazu. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also.